Ich bin hier gerade im Folientunnel und der Tomatenwald hat sich schon sehr stark reduziert. Ich habe schon sehr viele rausgeschnitten, weil sie keine Früchte mehr getragen haben oder auch zu starke Braun- und Krautfäule haben. Und wie jedes Jahr die gleiche Diskussion, beziehungsweise sehr viele Menschen stellen sich die Frage, was macht man jetzt mit Tomaten, die Braun- und Krautfäule haben? Tut man die jetzt auf einem normalen Kompost, separat kompostieren oder manche werfen sie sogar weg? Was macht man jetzt da mit den ganzen Tomaten? So, und in dem Video möchte ich da ein bisschen näher drauf eingehen, wie ich das zum Beispiel handhabe und einfach euch da ein bisschen auch die Furcht bzw. auch den Stress wegnehmen. Die Braun- und Krautfäule wird von einem Pilz verursacht, der sehr gerne bei Tomaten und auch bei Kartoffeln sehr üblich ist. Und ich denke, da können sehr viele Menschen ein Lied davon singen. Vor allem letztes Jahr bei dem sehr feuchten Sommer hat es sehr viele Gärtner auch erwischt, dass dann die Tomaten schon sehr früh im Jahr die Braun- und Krautfäule bekommen haben. Und wie ich das alles hier bei mir jetzt handhabe, ist einfach so, dass ich mit den Tomaten einfach mulche, egal ob sie Braun- oder Krautfäule haben oder auch nicht. Ich tue die einfach runter machen, in kleine Stücke schneiden und dann mit Laub, mit Holzhäcksel, mit Bokashi, mit Pflanzenkohle, Urgesteinsmehl. Also einfach eine gute Mulchschicht mit verschiedenen Materialien mulchen. Und das mache ich schon seit 5 Jahren und bis jetzt habe ich überhaupt gar keine Probleme. Und es kommt dann meistens mehr darauf an, in welchem Standort die Pflanze ist, beziehungsweise welche Wettergegebenheiten sie ausgesetzt ist. Also Beispiel, letztes Jahr war es ja sehr feucht. Da hatte ich schon auch sehr früh im Jahr Braun- und Krautfäule, auch schon im Juli hier im Gewächshaus, weil es halt zu feucht war. Es war nicht so ganz luftdicht, das heißt, es konnte nicht so ganz zirkulieren. Die Blätter konnten nicht so schnell abtrocknen. Das ist ja auch sehr wichtig, dass wenn die Tomate mal nass wird, dass die Blätter schnell abtrocknen können. Und da habe ich es halt schnell bekommen. Und dieses Jahr war es dann ganz anders. Bei dem ganzen trockenen Sommer hatte ich eine super Tomatenernte und habe jetzt erst jetzt im Herbst, wo es jetzt die Nächte kühler werden, auch feuchter, habe ich erst Braun- und Krautfäule bekommen. Und das war vor dem einen feuchten Sommer. Das war 2020, da um 2019 in dem Dreh. Auch sehr schöne Sommer, hatte ich da gar keine Probleme mit den Tomatenanbau, also auch immer recht spät mit der Braun- und Krautfäule etwas abbekommen. Kurzer Einschub, um mich und mein Projekt zu unterstützen, gerne ein Video Daumen nach oben geben, kommentieren, abonnieren und das Video auch teilen für den Algorithmus, dass meine Videos weiter verbreitet werden. Vielen Dank erstmal dafür, gerne auch auf meiner Webseite vorbeischauen, habe ich da viele verschiedene Kurse zur Schleimbrennheilkost und auch zur Permakultur, Produkte, Saatgutliste, Sachen, die ich empfehle, alles drum und dran für Permakultur und auch für die Gesundheit. Eine eigene Telegram-Gruppe habe ich, Instagram habe ich jetzt auch neu. Könnt ihr da auch alles gerne vorbeischauen. Findet ihr alles unten in der Videobeschreibung verlinkt und dann noch separat noch auf meiner Webseite. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Wenn ihr wirklich die Befürchtung habt, dass die Sporen bei euch dann im Boden bleiben und ihr deshalb dann im nächsten Jahr früher Braun- und Krautfäule bekommt, könnt ihr auch die Pflanzenteile von den Tomaten nehmen, die Pflanzen einen Heißrotteprozess machen, also einen Berkeley-Kompost. Dadurch wird dann der Pilz auch in der Heißrotte zu niedergehen. Aber auch bitte mit Bedenken, ist Braun- und Krautfäule verbreitet sich auch mit in der Luft und es haben halt hier viele Leute zum Beispiel im Freilandanbau Tomaten und wenn die mal wieder im nächsten Jahr feucht werden und dann wieder anfälliger für die Braun- und Krautfäule sind, dann verbreiten sich die Sporen auch umso schneller oder die konventionellen Kartoffelfelder, die man ja mal überall findet, da verbreiten sich die Sporen einfach recht schnell über die Luft. Das sollte man auch mit berücksichtigen. Von daher finde ich meinen Ansatz besser, dass man erstmal den Boden gut aufbereiten muss, sollte, also auch die ganze Mulchschicht da mit rein, effektive Mikroorganismen, das was ich auch vorhin beschrieben habe, wo ich dann auch die Tomaten mit reinwerfe, um das Bodenleben mit zu stärken, weil die meisten Krankheiten kommen einfach deshalb, weil die Pflanze nicht an ihrem optimalen Standpunkt wächst und deshalb viel Stress hat und geschwächt ist. Die Tomate beispielsweise ist eine Wüstenpflanze, die mag es halt mehr trocken und sonnig und warm und weniger feucht, sage ich mal, und kühl. Da hat die halt mehr, sage ich mal, Stresssituationen, wo sie dann sehr viel anfälliger für diesen Pilz ist. Das heißt, die Pflanze muss eine super Stärke haben, so auch an den Standpunkt
Ort auch angepasst sein. Von daher beginnt eigentlich die Vorbereitung jetzt im Herbst. Wie gesagt, mit dem Humusaufbau habe ich auch schon einige Videos gemacht, werde ich euch oben hier verlinken. Und natürlich auch mit der Voranzucht. Man kann zum Beispiel auch schauen, dass man eine gute Erde nutzt, die mit Leben gefüllt ist, damit die Pflanze da erstmal ziemlich gut heranwachsen kann. Sollte kräftig sein, die Pflanze. Und dementsprechend könnte man da auch effektive Mikroorganismen zum Beispiel auch nutzen, um die Blätter zu besprühen von der Tomate, damit halt die Flächen belegt sind von den Blättern, damit dort die Pilzsporen sich nicht ansiedeln können. Das heißt, die Stelle werden von den effektiven Mikroorganismen besetzt. Das ist jetzt meine Vorangehensweise, wie ich das handhabe mit den Tomaten. Ist halt ein Beispiel wie in der Natur. Einfach das als Mulchmaterial liegen lassen und dort halt von dem Bodenleben wieder umsetzen lassen, damit hier schöne Erde wird, damit da wieder gesunde neue Pflanzen heranwachsen. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace Projekt. Bis dahin. Ciao.